거야. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Casual Incredible und mit dabei. Same here. Und zusammen gucken wir uns drei Girlgroups an aus drei verschiedenen Ländern. Und genau, welche Girlgroups haben wir denn da? Und zwar, zum einen haben wir aus China Bonbon Girls und dann haben wir aus Philippinen Luna und aus Korea Rumble G. Ich habe gehört, bei Rumble G ist ein Member aus Myanmar zum ersten Mal anscheinend. Also richtig interessant. Luna ist auch ein Debütgruppe aus P-Pop. Und Bonbon Girls, da haben wir auch schon Reactions gemacht. Ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt, weil die ein Jahr haben. Ist das jetzt ein Special-MV, glaube ich? Oder ja, so ungefähr. Falls ihr mehr wisst, schreibt in die Kommentare. Wir fangen auch an mit Bonbon Girls. Let's go. Fearless Girls. Ich bin gespannt. Die Boygroup Into One war schon richtig krass. Aber das MV war richtig stark. Okay. Voll hübsch. Der Beat. Hey. Oh, hat die voll die hübschen Augen. Noch eine Rapperin. Das sieht ja nice aus im Wasser. Okay. Okay. Oh mein Gott. Das sah ja geil aus. Richtig cool. Okay. Nice. Nice. Boom, boom. Das ist immer was Neues. Oh, das ist also hübsch. Get up on the dance floor, cause love. Oh, also setting here. Bon bon. Slay, girls! Nice Choreografie! Oh, wie das Bonbon da im Feuer ist. Das sieht geil aus. War echt gut. Auch so neue Elemente. Hat mir sehr gut gefallen. Da geben wir auf jeden Fall Like. So, dann gehen wir rüber zur philippinischen Girlgroup Luna mit dem Lied La Luna.
Gut, im englischen Untertitel fangen wir an. Aus Philippinen habe ich schon Beanie und MNL 48. Der Beat schon mal? Nein. Das Gute ist, dass wir englische Untertitel haben hier. Nice Stimme. Clarice. Jalen. Oh. Der hat ja schönes Make-up. Oh, schöne Stimme. Oh. Ich finde ihre Stimme, also von Clarice, ist die Stimme schon außergewöhnlich. Nice. Auch englische Parts, nice. Ey. die können aber rappen, hey. Ey. Anscheinend auch so zwei Rapper und zwei Vokalisten. Mhm. Schöne Stimme. La la la. Geil. Also irgendwie so ein Dance Break mäßig. Nice Outfits, die Back Vocals. Richtiger Ohrwurm, auch dieses La La La. Nice Debüt. Heftig. Richtig gut. Bin gespannt, was in Zukunft noch von denen kommen wird. Nice. La Luna. Da geben wir ein Like. Und gehen rüber zu der neuen K-Pop-Gruppe Rumble G. Rupretelcham. Okay. Rumble G. Auch vier Member anscheinend. Ich fand so, der Anfang erinnert mich so ein bisschen an die alten K-Pop Girl Groups. Ja. So laut anfangen. Ja, ne?
Oh, sie hat eine schöne Stimme. Schöne Haare. Oh, eine interessante Farbstimme so. Schöne Outfits. Okay, die geht ab. Das ist nice. Oh. Okay, jetzt ist langsamer. Was ist das überhaupt? Schreibt mal in den Kommentaren, was das bedeutet. Right here. Oh mein Gott, die geht kann echt schnell ab. Wow, eine richtig interessante Girl, muss ich sagen. Auch von der Art her auch sehr anders als die anderen, finde ich jetzt auch. Ja. Also hat schon was Interessantes. Und oh, fast 2 Wochen draußen. Abonnieren wir und like. Krass. Also wer von denen war denn aus Myanmar? Didi. Wer ist Didi? Ah, da war keine Introduction so. Oh mein Gott, schreibt in die Kommentare, falls ihr mehr Informationen habt. Und ja, welches der 3 Girlgroups ist euer Favorit? Schreibt es in den Kommentare. Ich will gerne euer Ranking sehen. Eure Meinung ist sehr wichtig. Ich könnte mich jetzt nicht so entscheiden. Ich muss, also wenn ich sagen würde, von Luna fand ich den Hook sehr, sehr catchy. Rumble G hat mich auch überrascht. Bonbon Girls haben geslayed wie immer. Also auch 3 richtig gute Songs und MVs. Hat mir auch. Also MV-technisch war es auch gut. Klar, das erste war dann ein bisschen hochwertiger. Ja. Ich würde es, glaube ich, in der Reihenfolge, wie wir es geschaut haben. Ja. Sagen. Okay. Falls ihr noch nicht unsere anderen Reactions gesehen habt zu Bonbon Girl zum Beispiel, schaut es auch gerne an. Ist auf dem Kanal. Und falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt es auch in den Kommentaren. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für weitere Reactions. Und dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay happy und bis zum nächsten Video.